Beim letzten Mal habe ich mein Ziel mit einer Bombe in die Luft gejagt. Okay, nein, ich muss nichts machen. Wie das da explodiert ist. Ist ja geil. Und jemand mit einer schönen Ramme in den Körper reingesteckt. Jetzt kann ich da hier drauf drücken. Maya Parvati ist down. Alter. Die wurde ja vollkommen weggefetzt von den Rammwagen. Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Hitman. Nicht wundern, ich klinge ein bisschen kaputt. Das liegt daran, dass ich gestern in der Lagune war, ein bisschen schwimmen. Aber jetzt ist auch wieder alles supi. Wir gehen heute nach Japan, Hokkaido. Das letzte Level von Hitman 1. Also, mal gucken, was da abgeht. Ab in den Film. Good morning, 47. The board has sanctioned Eric Soder's for termination. After Colorado, we did some digging into Soder's private affairs and discovered that he has been fast-tracked for critical heart surgery at the hyper-exclusive Gama Private Hospital in Hokkaido, Japan. Such a display of power has Providence written all over it. Soder's, who suffers from a rare condition known as situs inversus, where his internal organs are reversed, desperately needs a right-sided heart transplant and has clearly betrayed the ICA to get it. He was admitted last night and is currently being prepped for a 3-day surgery. We have booked you into Gama under the usual guise of Tobias Reaper, corporate shark, here for a standard medical checkup. As such, you will need to play it by ear and procure whatever tools you need to complete the mission. You also need to eliminate Yuki Yamazaki, a Tokyo lawyer who works for Providence. Sodas has already given Yamazaki access to our client records and has agreed to provide a full list of active ICA operatives post-operation. This transaction cannot be allowed to happen. Sodas must pay for his treachery, and his insidious employers must be taught a lesson. ICA's sovereignty is at stake. Powerful as Providence may be, we need to draw a line in the sand. I will leave you to prepare. Das war, finde ich, das beste Intro jetzt bisher. Also es war so, dieser Eric Soders, der uns verraten hat, ist krank, hat diese Krankheit Situs Inversus, wo seine inneren Organe spiegelverkehrt sind. Ist natürlich für den Körper nicht so geil. Und der wird jetzt hier 3 Tage lang operiert. Und der wird wahrscheinlich in so einen besonderen Operationssaal gebracht, weil er ist ja auch eine besondere Person. Und da wird auch mehr Achtung auf ihn gebracht. Dann haben wir noch Yuki Yamazaki, so eine Providence-Mitglied, die wir auch ausschalten können, weil sie so eine Kill-Liste hat von Eric Soders. Interessant. Nee, den Anzug nehmen wir nicht. Wir nehmen den von dem Filmchen hier. Diesen Japan-Style. Als Waffe nehme ich mal. Oder machen wir es mal wie gedacht. Also würde man jetzt nicht auf Meisterschaft 20 sein, dann müsste man eigentlich nichts davon haben. Deswegen machen wir nur einen Schmuggelort, und zwar beim bei der Vorratskammer, Mama. Und da tun wir eine elektronische Schlossknackerkarte und rein da. Welcome to Hokkaido, 47. The Gama Private Hospital provides cutting-edge medical treatment for the global elite, outside the law, if required. The facility is partially run by an artificial intelligence system known as Kai. The AI oversees patient admission to various areas in the hospital, and even participates in some medical procedures. You will find Eric Soders in the operating theater, undergoing a pre-surgery regenerative stem cell treatment, a highly controversial procedure, yet to be approved by Japanese authorities. Yuki Yamazaki has already arrived. You'll find her in her suite or roaming the restaurant and spa areas of the hospital. Soders is scheduled to be put under soon. Let us make sure he stays that way. Good luck, 47.
Sag mal, wie liege ich da bitte? Okay. Hello, Mr. Reaper. As part of the service here at Gamma, your personal room has been outfitted with a radio frequency identification chip. The device okay. will unlock and allow access to your personal suite. Die macht mir jetzt schon Angst. Kai, das Gamma-Krankenhaus wird teilweise von einer künstlichen Intelligenz namens Kai gesteuert. Diese ist für die Aufführung von Patienten ebenso verantwortlich wie für komplexe chirurgische Eingriffe. Gamma ist eine topmoderne Einrichtung, in der ist ihre Kleidung erkennt. Er benötigt sie zum Öffnen von Türen keine Schlüssel. Elegant und effizient. Ja, aber ich brauche dafür die richtige Kleidung, um dort reinzukommen. Okay. Das haben wir jetzt verstanden. Ich würde erstmal sagen. What the fuck? Ich würde erstmal sagen, ich hole erstmal mein Schmuggelzeug. Sorry that you feel that way, sir. Please go on to the finest whiskeys here. And that's the problem. You don't know what real whiskey is. Back home in Texas, we understand real whiskey. American whiskey. Yes, well, that may be so, sir. Typische Texikaner. Immer ihr Whisky trinken. Mich jetzt hier durchschleichen. Oh, easy. Der Typ hat immer richtig hingeguckt. Okay, hier haben wir zwei Leute. So, hab's geschafft. Gut, elektronische Schlüsselkarte. Was haben wir hier? Fisch? Nein, Messer fehlt. Schnauze, Mann. Witzig, was ist das für eine Mucke hier am Laufen? Warte mal, nehmen wir mal das Messer und dann schneiden wir mal den Fisch. Ah, so, perfekt. Okay, was hat mir das bringt? Fugo-Gift. Ich habe gerade Hugo-Gift verstanden. Ist ja schon komisch, wenn das Hugo-Gift wäre. Da verkleiden wir uns erstmal. Hier können wir jetzt das Rolltor öffnen. Leute, essen! Hier und Koffer. Da gucken jetzt alle. Gut, ich suche mal nach Gelegenheiten. Guck mal, hier ist was. In dem Sauna-Bereich. Well, it certainly appears that Yuki Yamazaki is a fan of yoga. A schedule near the hot springs reveals that she has booked the trainer all day. Feeling flexible, 47? Ah, ich kann zum Yoga werden. Zum Yoga-Typ. Und dann gibt's einen kleinen Bruch. Oh, hier ist sie direkt. That is Yuki Yamazaki, former lawyer to the Yakuza and current operative for Providence. Okay, ich habe mal kurz meine Karte benutzt. Okay, ich brauche einen Schraubendreher. Ich könnte sie auch hier killen, wenn ich hier mal die Temperatur erhöhe. Und dann muss ich sie wahrscheinlich hier einsperren. Raus jetzt hier. War genug da drinnen. Hoho, 150 Grad. Alter. Sag mal, ist das nicht genug für euch? Okay, ich brauche einen Schraubendreher. So, habe Schraubendreher. Dann werden wir mal ein bisschen was manipulieren, was ich gerne mache. So, kaltes Wasser abstellen. Verkleiden Sie sich jetzt Yogameister. Ich nenne ihn Yogameister. Eigentlich ist das das richtige Wort und nicht Yoga-Lehrer. Come on, man. And, oh, what are you... Boah, diese Mucke hier. Wo kommt die überhaupt her? Sag mal! Mucke aus! Ich habe sie dreimal gesagt. Sorry, Yuki. I believe you booked time for a yoga lesson. Yes. To be honest, I was beginning to wonder if you're ever going to show. Glad you're here. If you will just follow me. 47, I have intel about that bandaged patient.
So, da sind wir, meine Yamazaki. Kommen Sie mal her. Gleich machen wir ein paar Bäume. Wenn ihr versteht, was ich meine. Well done, 47. Now to make her spirit and body fly. I'm ready. Aber gehen doch. Miss Yamazaki. Ich mach hier nochmal zu. Miss Yamazaki. Very well. Let's begin. Gut, let us wir stellen begin uns mal hier. With upward facing dog. Genau, wir machen erstmal den Hund. Die Arme hoch. Dann den Körper nach unten. Schön die Beine ausstrecken. Und schön den Nacken nach oben strecken. Ja, merken Sie, wie es knackt? Jetzt den Lord of the Dance. Now, transition into Lord of the Dance. Da machen Sie, da nehmen Sie erstmal den, das Bein. Und dann schön den Arm nach oben. Aber nicht den rechten. Jetzt den zweiten Krieger. Schön das Bein ausstrecken und die Arme wie ein Lineal hinstellen. Und dann jetzt nochmal auf der anderen Seite machen. Also Beine ausstrecken und schön die Arme raus. Und als letztes den schönen Baum. Tun das Bein ans andere Bein, nur so umgeknickt, und dann schön die Arme hoch und dann noch angefasst. This is a view to die for. Okay, und jetzt runter mit Ihnen. Na? Fühlen Sie sich besser? Target down. Now it's time for Sodas to retire. Überdehnt. Oh, Digga, wie die da liegt. Eieieiei. Sorry, ich brauche das Outfit. Hä, wer hat mich... Oh, die haben es da gesehen. Nein, hier ist keiner. Okay, ich habe jetzt mir eine neue Quest geholt. Und zwar die... die hier. Geist in der Maschine. Interessant. Ein Handbuch für Kai, die künstliche Intelligenz des Gamma-Krankenhaus. Die Gebäude Kai mit den Namen Kai... die Gebäude... KI mit dem Namen Kai hält also nicht nur das Gebäude am Laufen, sondern steuert auch den Chirurg-Roboter im Operationssaal. Genau dort befinden sich Sodas im Moment. Im Handbuch steht, dass die KI automatisch jeden Patienten mit Herzstillstand wiederbelebt, was für uns ein Problem sein könnte. Ah, der Krankenhausdirektor hat Zugriff auf den Mainframe. So, möchten Sie mal Krankenhausdirektor sein? Ja, das möchte ich doch gerne. Mr. Bodyguard, hey! Oh, look where you're going. That's it, stop! Yamazaki in here. Yeah, I saw her at the spa earlier with an entourage of bodyguards. Oh, ich glaube, ich habe sie hergelockt. Hey, you're ignoring me, I know you are! Stop that right now! Oh. Schnutze! Jetzt aber gut hier! So. Haben wir's. Gut, ich muss den Direktor nur verdächtigen. Hau ab, Alter! Scheiße! Jemand hat mich gesehen. Okay. Fuck, Mann! Obwohl, warte mal, wir können trotzdem weitermachen. Wir müssen einfach nur hier lang gehen. That's a little harsh, isn't it? A total thing. Alles super. Alter, bin gerade noch entkommen. Ist ein bisschen der Konflikt ausgetreten, aber ich bin noch am Leben. So, wir sind jetzt hier in diesem Krankenhaus. Also in dem Operationsbereich. Hey, who the hell are you? Ja, ich weiß nicht, wer ich bin. Komm mal hier rein. You there? Excuse me. What the? Schnauze. Ach, der. No people. Okay. Geh weg. Mach die ab hier. Oh, Scheiße. Okay, jetzt muss schnell gemacht werden.
sabotieren. Ja, das bin ich. Hä, wieso darf er einfach rein? Da ist er. Mach dich ab. Oh, fuck. Sabotiert. Abhängigkeitsfolge. Scheiße, was habe ich getan? Hier? Okay, das war falsch. Mann, mach mich ab hier. Okay. 4. Fuck. Okay, ich habe alles verkackt. Da muss man auf jeden Fall irgendeinen Code aktivieren. Ich hab's verstanden. Oh mein Gott. What? I'm sure it's nothing, but I need you people to move away. While... No, no, no! Oh, what a shame! Knocking innocent people out! Whoa now, Mr. Bodyguard, what's up? Mr. Bodyguard, hey! Oh, hey. Oh, ich hab's geschafft. Okay. Jetzt wurde ich nicht wieder von 100 Leuten entdeckt. Dann endlich schnell zum Operationssaal. Is that you, Director? Zugemacht. Bitte, bitte komm nicht hier rein. Okay, er kommt nicht rein. Okay, wie zerstören wir jetzt hier den Mainframe von der KI? Dependency sequence failure detected. Okay, der zeigt ja jetzt hier was an. 3, 2, 1, 4. Okay. 3. Please don't touch that. Oh. 2. You're not allowed to do that. 1. I see. What are you doing? 4. Hello. Oh, that's one approach. Remind me to call you for tech support 47. Jetzt ist die KI am Arsch. Hier Funktionsstörung. Ich kann ihn töten jetzt. Geil. Oh, tipp mal ein paar Tasten an. Halt mal die Klappe. Ich hab gerade deinen Patienten gekillt. Okay, raus jetzt hier. Scheiße. Eine Sache, bevor wir noch gehen, will ich herausfinden. Und zwar habe ich hier herausgefunden, dass es hier ein Secret gibt, wenn man hier hintergeht und hier das Kühlfach öffnet. It's me. Final details in place. Oh, holy shit. I thought I was going to turn into a popsicle. He was very handsome. You, rewarded. Mr. Smith. Not that he fully understood the merit. Wait, you. You were at the Pinecone Place in California. That's what I say. If I didn't know better, I still wish I'd say you were following this. But you do. So you won't. Right. There are only so many years so, left in the world. What the hell are you doing here? No? Silent type, such right? Is the yeah, me first. Okay. I take all right. And I give. I'm with Interpol now. I was working a case. Organ harvesting. Real bad business. I followed the trail from Rio, but Dr. Ito, he's the one they call the curator. He found me snooping around and locked me up in the freezer. Okay, now you. You should get out of here. Yeah, good advice. That's right. Oh, wait. I found this in the curator's office. Knowing you, it'll probably come in handy. Thanks. No, thank you. That's thrice I owe you. Good hunting.
Er gibt uns jetzt so ein Chip, damit wir jetzt überall reingehen dürfen. Ah, interessant. Okay. Dieser Mr. Smith, ich habe keine Ahnung, weil der ist, aber ich würde einfach währenddessen, er gerade gelabert hat, einfach einblenden, wer der ist. Und dann wird es schon aussehen. Aber es ist bestimmt irgendeine Anspielung. Ist auf jeden Fall interessant, mal das zu sehen. Und jetzt hauen wir mal ab, bevor hier noch mehr passiert. Ja, lauf doch. So. Tschüss. Miss Burnwood. That's not what my ticket says. We received your message. Loud and clear, I might add. Honestly, you could have just sacked the poor guy. I didn't catch your name. No, you didn't. There'll be no retaliation, not for Soders, nor any other recent fiascos. Someone's been meddling in our affairs, killing our operatives, and making the ICE look like fools. I think you got close to that someone. Closer than we've ever been. That's why we're hiring you to take him down. I don't think so. Don't rattle our cages, Miss Burnwood. You really have no idea. You spy on us, bribe our people, and you have the gall to demand our help. No. You can't be trusted. Even so, we've been around for a long, long time. I think we could help each other. Some 20 years ago, your agency took in a young man with no past and extraordinary skills. In his own special way, he cares about you, and vice versa. And ever since that time, you've never stopped wondering where he came from and who made him what he is. There was a doctor. Some depraved experiment. But he's gone now. Ah. Well, if you believe the questions died with him, we have nothing further to discuss. If not, as I said, I think we could help each other. Partners, then. Cheer up, Miss Burnwood. We are the lesser evil. This terrorist. He wants nothing but chaos. He's only a terrorist if you win. Miss Burnwood, we won a long time ago. This is maintenance. Mit Hitman 1 einfach Caillou ist Bild so. Ja, also der Providence-Typ, der jetzt versucht, irgendwie Diana bisschen auf deren Seite zu locken, klappt bestimmt eh nicht. Ja, also das Geile immer noch ist tatsächlich die Musik, wirklich, die gefällt mir gerade übelst.
Ja. Es geht natürlich trotzdem noch munter weiter. Nach Hokkaido geht es nämlich nach Neuseeland. Hawkeye's Bar. Ich habe schon gehört, dieses Level ist nicht so riesig, wie es aussehen mag. Doch, das macht ja nichts. Gut, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao.